Hallo, da bin ich wieder. Wer kann sich denn noch vorstellen, was eine Dorfschule vor 50, 60 Jahren in Bayern gewesen ist? Eine Schule mit so 36 Kindern von Klassenstufe 1 bis 8 in einem Klassenzimmer, von einem Lehrer unterrichtet. Ja, ihr habt es richtig gehört, von einem Lehrer. In meiner ersten Schulzeit war das noch Normalität bei uns auf einer kleinen Dorfschule. Der neue Schulrat hat sich mit solchen Schulen auch nicht auskennt. Er war neu beordert in das Amt, ist aus der Großstadt gekommen und hat so eine ländliche Region noch nie gesehen gehabt. Aber froh gemut hat er sich auf den Weg gemacht zu seinem ersten Termin in unserer Dorfschule. Er hat sich den Weg auf der Straßenkarte genau angeschaut, weil, stellt euch vor, es hat noch keine Navigationsgeräte gegeben. Das hat man sich alles selber auf der Straßenkarte erarbeiten müssen oder hin und wieder mal fragen, so wie es der Herr Schulrat gemacht hat. Im Nachbardorf ist er noch schnell zu einem Kramerladen eingekupft, hat sich den Weg bestätigen lassen und mit einem fröhlichen Lirrl auf die Lippen hat er sich wieder in sein VW gesetzt und ist weitergefahren. Nach 200 Meter ist der Weg ein bisschen steiler geworden. Naja, macht nichts. Sein Auto schafft es schon. Vom dritten Gang auf den zweiten zurückgeschaltet. Alles hat passt. Aber was war das? Eine Linkskurve, eine ganz steile Linkskurve. Naja, vom zweiten Gang auf den ersten Gang geschaltet. Alles gut. Kann ja nicht mehr schlimmer werden, hat er sich gedacht, der Schulrat. Denn es ist noch ein bisschen schlimmer geworden, es ist eine ganz steile Rechtskurve noch gekommen. Oh je, mit Hängen und Würgen hat es der VW Käfer gerade noch gepackt. Nach dem Berg, nach dieser Kurven, ist der Schulrat mit stotterndem Motor rechts rangefahren. Da ist auf rechts eine Straße runter zu ihm und hat ihn abgestellt. Es ist nichts mehr gegangen. Von der Straße rechts ist ein Schulkamerad von mir runtergekommen mit dem Radl, ist er runtergeradelt. Einen blauen Arbeitsanzug an, hat sein Radl hingestellt. Kann da was helfen? So schnell hat der Schulrat gar nicht geschaut. War die Motorhaube offen und der Josef, wir sagen Sepp zu ihm, der Sepp ist mit bis zum Bauch fast im Motorraum verschwunden, hat da ein bisschen Draht und dort ein bisschen prüft, kommt wieder vor. Da muss ich einen Werkzeugkasten holen, bin in 5 Minuten wieder da und weg war er mit dem Radl. Der Schulrat hat nicht gewusst, was er machen soll, weil es hat ja auch kein Handy zum Telefonieren gegeben. Es war weit und breit kein Haus, nichts. Und es haben ja auch nur ganz, ganz wenige Festnetztelefon gehabt. Also woher hätte er Reparaturdienst holen sollen? Und wirklich, der Sepp nach 5 Minuten ist er wieder erschienen. Hinten auf dem Gepäckträger am Werkzeugkasten. Der Sepp war glücklich. Der hat nämlich von Kindesbeinen an alles, was Motor ist, immer schon geliebt. Die Mopeds von seinen älteren Brüdern hat er repariert. Die Melkmaschinen auf dem elterlichen Hof, die Bulldogs, alles, was irgendwo bloß Motor betrieben ist. Und so war er am VW Käfer tätig. Es hat ein bisschen gedauert. Nach einer halben Stunde hat sich der Sepp seine Hände am Anzug abgewischt. Lauer mal einen Motor an. Der Schulrat hat ihn nicht verstanden. Der Sepp hat das gemerkt. Motor anlassen. Und ich sag's euch, der Motor, der hat geschnurrt wie schon
Monate nicht mehr. Das Schulrat war richtig glücklich. Ja, Junge, du hast mir aus einer großen Verlegenheit geholfen. Ich kann jetzt meinen Termin eine halbe Stunde nur später wahrnehmen. Doch sag mal, du bist doch noch ein Schuljunge. Warum bist du nicht in deiner Schule? Ja, mei. Der Lehrer hat gemeint, weil doch heute der Schulrat in unsere Schule kommt, soll ich lieber daheim bleiben, weil ich doch der Dümmste von der ganzen Schule bin. Das waren die Geschichten vom Schulrat und von meinem Schulkameraden Sepp. Schaut mal in eurem Umfeld, wo es überall Seppen gibt und Schulräte gibt. Schau mal nicht aufs Trennende, sondern was uns verbindet. Und es verbindet uns das, dass wir alle gleich sind, aus dem gleichen Stoff. Ja. Und achten wir alle, respektieren wir alle. Dankeschön, dass ihr mir zugehört habt bis zum Schluss. Und für euch, bis zum nächsten Mal.